zusammen. So, also hier bei mir schlummert hier wieder was rum, was gerne aufgeräumt werden möchte. Und ich habe hier alles zusammen liegen gelassen diesmal, damit ich auch nichts vergesse. Ja, und da wollte ich euch gerne zeigen. Und ja, wie ihr gesehen habt, habe ich ja einen neuen Vorspann mit ein bisschen Musik. Ich bin da so ein bisschen am Rumprobieren und Ausprobieren. Also die ersten zwei Videos haben mir dann nicht so gefallen. Und jetzt die letzten zwei Videos fand ich ganz in Ordnung. Also bin ich eigentlich schon recht zufrieden mit. Aber wie ich mir das angeguckt habe, da habe ich mir nur gedacht, sag mal, was ist das denn jetzt? Schön, dass ihr hier seid mit Tee. Da habe peinlich ist das denn? Also total verschrieben. Und da ich ja das Video bei dem nächsten Video direkt wieder verwendet habe, ist mir doch nicht aufgefallen. Ne? Naja, deswegen gibt es jetzt wieder ein neues Video. Ja, und ich bin halt am Überlegen, dass ich das auch immer so von Zeit zu Zeit ein bisschen anpasse. Aber diesmal steht dann, schön, dass ihr hier seid mit D. So, also die Grammatik stimmt jetzt wieder. So, also ich habe in zwei Shops eingekauft, da habe ich vorher noch nie was gekauft. Ja. Ich lege jetzt einfach mal los mit den, ja, was ich wahrscheinlich schnell durchhaben werde, weil da ist so gut wie gar nichts geholt. Also einmal Teddy. Da habe ich hier diese Hühnchen geholt. Die fand ich total süß. Oh nee, die fand ich total schnuffelig. Wie ich die da abhängen sehen. Die muss ich dann direkt haben. Ich finde die voll lustig. Naja, also die haben 1 € gekostet, 6 Stück sind da drin. Ich finde die so lustig, ne? Ja, auf jeden Fall. So, dann habe ich noch hier, Entschuldigung. Dann habe ich hier beim Teddy, habe ich hier diese Büroklammern geholt. In so einem Roségold. Die fand ich cool für die Milchtüten zu schließen. Da habe ich nämlich nur einfache schwarze und habe ich mir gedacht, Roségold sieht doch ganz schick aus. Ne? Da sind 12 Stück drin, die habe ich mal nachgezählt. Die waren von 3 € auf 2 € runtergesetzt. Das habe ich schon mitgenommen. Und das Glas finde ich auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, hier ist ja so ein roséfarbener Deckel. Also das verwende ich weiter. Da mache ich hier den Aufkleber ab und mache mir einen schönen Plot drauf. Also mache ich was in meinem Plotter drauf. Also finde ich richtig süß. Ne? Hier das Gläschen finde ich auch nochmal schön. Die hatten eigentlich zwei davon gehabt. Und ich habe mir nur eins mitgenommen. Muss ja mal gucken, ob der zweite noch da rumsteht. So, da war ich beim Action gewesen. Da habe ich mir gedacht, ich probiere mal hier diese Kosmetikpinsel zum, ja, zum Brushen. Ne? Also zum Wischen. Also ich habe zwar welche, aber das waren auch keine, ja, Qualitätsdinger sind halt auch nicht. Ja, ich habe Amazon geholt. Ich glaube, da waren 10 Stück für 11 € oder so. Ich habe keine Ahnung. So weit in der Art. Da habe ich gedacht, ich probiere den mal aus. Ich habe auch nur einen mitgenommen. Vor allen Dingen war das jetzt das erste Mal, dass die überhaupt da haben. Immer wenn ich hingekommen bin, waren die nicht da. Und jetzt war der ganze Regal voll. Aber ich habe gedacht, nö, jetzt nehme ich nur einen mit. So, dann habe ich mir hier die Blümchen mitgenommen. Die habe ich auch schon in so vielen Hauls gesehen. Und habe ich mir gedacht, ich nehme auch mal ein paar mit. Aber ein Paketchen reicht mir. Da brauche ich jetzt nicht so viele. Ja, das habe ich, also Action, ne? Wir sind bei Action. Ja, dann habe ich mir noch das hier mitgenommen. Moment. Hier dieses Fotopapier. Da hatte ich ja vor längerer Zeit mal ein Paket mitgenommen. Und ich muss echt sagen, ich bin da recht zufrieden mit. Und da ich ja hier meine Fotoalben mache, ja, brauche ich Fotopapier, ne? Und dann für 1,47 €, ja. Also die Qualität reicht mir vollkommen aus. Da sind 20 Blätter drin. Ja, habe ich mir 2 Stück mitgenommen. Ne? Ich tue es mal wieder weg. So, dann habe ich mir hier noch, die habe ich ja jetzt, die rasen ja jetzt in sämtlichen Videos rum, die Vellumpapiers. Und ich habe ja nur 2 Blätter von der Dani Pois, sonst habe ich ja überhaupt kein Vellumpapier. Und habe ich mir gedacht, musste hin.
haben wollen. So, ich habe aber nur nach denen gekriegt. Da war noch der mit diesem Safari, also hier mit so Tiermuster, ich weiß nicht, Leo-Muster und so, da ist jetzt nicht so meins. Ja, und da habe ich mir gedacht, komm, dann bleibt würde halt nur der. So, das ist einmal hier. Dann hier mit den Karos. Den fand ich ganz süß, ne? Luftballönchen. Hier mit den Geschenken fand ich besonders toll. Das hat mir sehr gut gefallen. Grüntöne finde ich sehr hübsch. Ja. Also das war der. Habe ich schon sonst noch was? Nee. Dann habe ich beim Woolworths war ich kurz drin gewesen. Da habe ich mir die hier geholt. Ich habe mir auch wieder diese großen Taschen geholt. Die habe ich ja schon weggeräumt. Ihr wisst ja, die zum Kletten, ne? Die habe ich schon weggeräumt. Ich habe doch was weggeräumt, seht ihr? Naja, auf jeden Fall, ich habe hier diese. Ja, jetzt kommt mein Katerle wieder. Alice Billy. Ja, Alice Schatz. So, die haben ja jetzt mittlerweile im Woolworths nur noch die Hausmarke und die lagen aber noch dazwischen. Von Durable, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Für 2 € gab es die. Die Hausmarke kostet 1,50 €. Und wenn ich mal gucke, hier 25 Stück für 2 €. Also, wenn ich mal überlege, ich habe meine ersten A5, weil ich nicht wusste, wo ich die herkriege, bei Amazon bestellt. Und da habe ich richtig viel Geld bezahlt. Also, das ist schon der Wahnsinn. Das ist hier echt ein Preisunterschied. Wahnsinn. Denn ich hatte nämlich bei der Very Important, habe ich ja gesehen, die sammelt die Stempel von Annes Stempeldesign hier in diesen A5-Ordner drinnen. Die habe ich mir dann auch besorgt. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Die hatte ich, glaube ich, bei eBay habe ich die gekriegt. Da habe ich irgendwas mit 3 € bezahlt, weil die Ordnerpreise sind ja auch irre teuer. Und hier sind die von, naja, Katzenhaare, ne? Tut mir leid. Aber von Herlitz. Und da habe ich richtig viel Geld bezahlt für die. Also. Die Herlitz A5-Dinger hier, also das ist ja echt ein Schnäppchen. So, die habe ich noch geholt. Ja, das war jetzt die Abteilung. So, dann ich tue mal wieder weg. Dann habe ich geholt, bei Stampin' Up! Habe ich noch was nachbestellt über meine Demonstratoren. Da habe ich mir einmal, weil das hatte ich bei Schönes Handgemacht Berlin gesehen. Also das war noch alles in dem Ausverkauf gewesen. Die hatte sich ein paar Stanzen geholt. Die haben mir richtig gut gefallen. Habe ich mir gedacht, die müsste auch noch haben. Hier, die hier. Die finde ich total hübsch. Wieso sind die auf dem Kopf? Keine Ahnung. Also hier der Rahmen. Da sind kleine Herzchen drin. Hier sind dieses Gestrichelte und sowas Ovales. Habe ich noch gar nicht. Zumindest glaube ich das. Ich meine, bei der Masse weiß man es mittlerweile auch nicht mehr. Dann hier die Blätter. Also die sind auch richtig schön. Also die gefallen mir auch gut. Und dann hier diese Rahmenstanze. Die sieht auch sehr schick aus, wenn die ausgestanzt ist. Die wollte ich auch gerne haben. Die haben auch nicht viel gekostet. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie viel. Ich meine, die gibt es sowieso nicht mehr. Frame Floritz Dies. Die gibt es nicht mehr bei Stamping Up. Wollte ich aber euch trotzdem zeigen, auch wenn es das nicht mehr gibt. Die habe ich geholt. Dann habe ich noch dieses Stempelset hier geholt. Gerahmt mit Blumen. Das fand ich auch sehr hübsch. Hier ist auch mehrere Sachen vertreten. Vielen Dank aus tiefstem Herzen. Dann, wir wünschen dir einen schönen Geburtstag. Und alles Liebe zum Muttertag, Blumengruß, einfach so zwischendurch lächeln mal wieder. Also hier sind so verschiedene Sachen abgedeckt. Das fand ich auch sehr hübsch. Auch die Blumen sind sehr schön. Das ist ein Clear Stamp, ne? So, den habe ich geholt. Dann noch dieses Set hier, Honeybee Home. Das hatte ich zwar gesehen, aber ja, das war dann ganz schnell wieder aus dem Kopf. Dann habe ich mit meiner Freundin geschrieben, weil die hatte sich auch welche
bestellt bei Stamping Up und zeigte mir dann das Set. Und da habe ich mir gedacht, ja, das musst du auch haben, ne? Das sieht ja total süß aus. Ich hatte das vorher gar nicht so wahrgenommen. Ich hatte nämlich auch, wie ich das wahrgenommen habe, habe ich gesehen, das war ausverkauft. Aber ausverkauft waren die Klarstempel. Und das gibt es ja nochmal hier in dem hier, in den Gummistempel. Und das ist mir, das habe ich nicht gefunden. Ja. Aber da freue ich mich, dass meine Freundin mir die gezeigt hat, weil sonst hätte ich die nicht holen können. Also die finde ich auch total hübsch, ne? Ja, und was hier natürlich ist, das ist hier auf Englisch, ne? Weil wie gesagt, das andere, das war alles weg auf Deutsch und in klar. So, die habe ich noch geholt. Das hatten wir schon. Ja, dann habe ich bei einem, also ich habe ja zum Kolorieren meine Treeblends von Spectrum Noir. Ja, und da geht mir der Schwarze, der ist schon ziemlich fritte. Und ja, meine Grautöne, die verabschieden sich auch nacheinander, weil ich die ziemlich viel brauche. Ja, und bei Treeblends, da gibt es ja nichts mehr, also bei Spectrum Noir gibt es da keine einzelnen Stifte mehr nachzukaufen, was ich sehr blöd finde. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt irgendwo neue Stifte herholen. Ich wollte mir kein Komplettset holen. Ja, und da habe ich mir gedacht, dann guckst du mal Preisvergleiche. Da habe ich bei Bürohengst bestellt. Der hat Copics, ne? Dann habe ich die Copic Chow bestellt. Da habe ich jetzt 18 Euro, ich weiß nicht, 34, 64, irgend so was. Also 18 Euro ein paar kleine habe ich bezahlt. Der nimmt noch eine kleine Versandpauschale, also Verpackungspauschale und dann die Versandkosten. Ich habe, glaube ich, 1,60 für den Versand bezahlt. Also das war jetzt richtig, war preiswert gewesen dann. Und ich habe mal geguckt, 18 Euro und paar habe ich bezahlt. Und hier die Stifte kosten einzeln bei denen, bei ihm jetzt. War das jetzt bei ihm gewesen? Ja, ich meine ja. Also ich weiß jetzt nicht. Ich habe die irgendwo einzeln gesehen für 4,22 Euro. Und wenn man jetzt guckt, 4, 8, 12, 16, 20. Ja, ich habe 18 Euro und bezahlt. Ne? Und da habe ich den Stift noch dabei. Also ich habe auf jeden Fall günstiger jetzt bezahlt. Und was ich hier gut finde, das ist nämlich das, was ich bei den Copics nicht, da blicke ich irgendwie nicht so durch mit diesen Farbabstufungen, welche Stifte ich da jetzt zusammennehme. Und hier sind direkt diese Farbabstufungen in einem Set. Das fand ich auch ganz cool. Da habe ich mir hier einmal die kalten Grautöne bestellt. Und die hier, die warmen Grautöne, habe ich mir da auch bestellt. Die haben auch 18 Euro irgendwas gekostet. Dieses Set. Das gibt es bei Amazon für über 20. So, ja, das habe ich mir bestellt. Also, das sind jetzt meine ersten Copics. Also, ich sage jetzt mal so: Ich kaufe mir jetzt nicht den ganzen Stapel an Copic-Stiften. Ich verbrauche das, was ich habe. Geht ein Stift leer, werde ich mir dann vielleicht ein Copic nachkaufen. Aber das weiß ich noch nicht genau. Aber ich brauche die hier halt. Ich brauche unbedingt Grautöne und deswegen musste ich mir jetzt eine Alternative suchen. Ne? So, und das war der, das war meine Bestellung bei Bürohengst. Mein Kater kommt schon wieder angelaufen. So, dann habe ich noch bei Kreativdepot bestellt. Genau. Bei Kreativdepot habe ich noch bestellt. So, da habe ich mir. Moment, erst kommen die Karten. So, ach so, da fällt mir gerade ein. Ja, da fällt mir gerade was ein. Mir ist ja was aufgefallen. Ich bin über die 200. Und da wollte ich mich bei euch recht herzlich bedanken. Ich freue mich total über 200 Abonnenten. Hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe am 31. August mein erstes Video, also 31. August 2022, mein erstes Video hochgeladen und war nach einer
Nach einer Weile, also es hat so lange jetzt auch nicht gedauert, bei 30, da war ich sowas von glückselig gewesen. Und jetzt habe ich schon 200, über 200 Abonnenten. Ich freue mich riesig darüber. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich mich mal probiere, mal ein Bastelvideo zu machen. Also ich bin jetzt keine Profi-Bastlerin, das wird bestimmt ein absolutes Chaos. Aber ich habe gedacht, naja, wenn ich mal irgendwann mal was mache, wo ich meine, jetzt kannst du die Kamera mitlaufen lassen, ja, dann probiere ich das mal aus. Und ja, ich denke, ich werde das mal probieren. Ich weiß nur nicht wann, aber ich denke, ich probiere das mal aus. Aber das wird, wie gesagt, ich hatte es ja gerade erwähnt, bestimmt ein Chaos-Video, aber naja, vielleicht wird ja lustig. Ah ja, und dann habe ich noch was vor, also bei 200 Abonnenten habe ich mir gedacht, dann denke ich mal, wäre es mal angebracht. Also ich will noch ein bisschen warten, nicht, dass ich wieder unter die 200 komme, weil das schwankt im Moment ein bisschen. Also ich, wie gesagt, ich mache das jetzt hier aus Freude. Ich brauche keine 1000 Abonnenten, wo ich dann Geld verdiene. Nee, also sowas brauche ich nicht, weil wenn man Geld verdient, muss man ja Gewerbe anmelden und so. Das ist mir alles viel zu aufwendig. Ich mache das hier einfach aus Spaß und habe mir aber trotzdem gedacht, bei 200 Abonnenten werde ich demnächst mal ein. Ich habe jetzt den Faden verloren. Ich bin ganz durcheinander von lauter 200 Abonnenten. Werde ich mal eine Verlosung machen. Und da habe ich mir, also ich habe mir bei manchen Bestellungen immer mal so eine Kleinigkeit mitbestellt. Das habe ich euch noch nicht gezeigt, natürlich. Und da habe ich mir gedacht, also alles, was ich da bisher angesammelt habe, habe ich alles doppelt. Also ich finde es auch schön. Deswegen habe ich das dann doppelt bestellt. Und ich hatte mir auch gedacht, weil ich hatte das letzte auch eine Resonanz gekriegt, wo ich ja gesagt habe, hier bei den Halls, wo ich hier von der Dani Preuß diese Pakete gekriegt habe, ich auch eine positive Resonanz zu Papieren bekommen. Und so, da habe ich mir gedacht, dass ich die zum Beispiel auch mit in diesem Paket mit rein, in die Verlosung mit reingebe, weil ich sag mal, ich schenke das lieber einem von meinen Zuschauern als jetzt da irgendwo zu verkaufen oder so. Also das mache ich nicht. Wenn ich die Verlosung mache, also ich weiß noch nicht, wann ich die mache. Wenn ich die mache, ich zeige euch, was ich verlose. Da könnt ihr dann entscheiden, ob ihr dran teilnehmen wollt oder nicht. Also das ist ja jetzt auch nicht irgendwie was, so was ich so, ach, ich muss meinen Mist loswerden. Nee. Gottes Willen, das will ich auch nicht, ne? Also so ist es auch nicht. Also die Sachen, die ja da dann weggehen, die gefallen mir ja auch, außer die von der Dani Preuß, ist halt nicht so mein Geschmack und was soll das hier rumlegen? Vielleicht kann ich jemanden damit happy machen. So, so weit zu der Verlosung. Jetzt mache ich mal weiter mit der Kreativ-Depot-Bestellung und zwar habe ich einmal hier diese Karte gekriegt, die finde ich sehr, sehr schön. Moin. Mit dem Leuchtturm gefällt mir total gut. Die werde ich bestimmt mal irgendwie aufhängen oder so. Ich sammle die ja sowieso alle. Und dann habe ich die hier bekommen. Also die finde ich auch klasse. Da habe ich schon gesehen, da hat einer die Kreise ausgestanzt und eine Karte mitgemacht. Finde ich total super. Muss ich mal gucken, ob ich so einen Kreisstanzer habe. Weil als Handstanzer habe ich die auf jeden Fall nicht. So, das habe ich bekommen. Dann gab es als Goodies, denn es waren zwei Bestellungen gewesen, habe ich einmal diese Sternchen hier bekommen. Ne? Die sind hübsch. Und dann habe ich hier das Häuschen bekommen. Das habe ich schon. Das würde dann jetzt auch mit in die Verlosung mit reingehen. Das mache ich dann mit da rein. Weil das habe ich doppelt. Und dann habe ich mir bestellt. Von Coliro, die ist so einen kleinen Kasten für sechs Farben, ne? Weil der andere, der ist ja schon komplett voll gewesen, den ich ja da hatte. Also man muss ein bisschen fummeln, das aufzukriegen, ne? Ja, also der, den ich ja bestellt hatte, der war ja voll hier, ne? Die sind ja alle befüllt.
Und ich wollte aber noch ein paar Farben haben und habe ich mir den noch geholt. Ich wollte jetzt keinen großen. Ich war ja so am Überlegen, sollst du den großen holen? Aber wenn man den großen hat, dann will man den ja auch voll machen, ne? Und so viele Farben will ich ja eigentlich gar nicht haben. So, ich habe mir bestellt einmal Pistachio. Das ist ein sehr, sehr schönes Grün. Ich lasse jetzt mal da drin, ne? Sehr, sehr schönes Grün, ne? Dann habe ich mir Cotton Candy, das ist ja das ist für mich so ein Roségold mit Braunton, richtig, Richtung Braunton, also sehr schön. Cotton Candy, sehr schöner Farbton. Und ich habe mir noch bestellt den Ice Blue. Der gefällt mir auch sehr gut. So, die drei Farben habe ich bestellt. Das reicht erstmal für den Anfang. So, und dann habe ich mir vom letzten Release habe ich mir dann hier diese Stanze bestellt. Also vom vorletzten Release quasi. Jetzt das letzte, das wäre ja noch gar nicht hier. Yoga-Posen heißt das. Fand ich total klasse. Ich habe mal Yoga gemacht. Müsste ich mal wieder machen. Die. Und der Stempel hier hat mir gefallen. Ne? Die fand ich ja richtig toll. Also, finde ich super schön. Gefällt mir ganz dolle. Das habe ich geholt. Ja, und dann habe ich mir Rappons geholt. Die waren ja wieder lieferbar. Waldspaziergang Blumen. Die habe ich geholt. Ich habe mir geholt, ich muss sie jetzt nicht alle öffnen, ne? Oder? Muss ich sie jetzt öffnen? Komm, ich öffne die. Ich habe die zwar, ne, den Waldspaziergang, hatte ich den Waldspaziergang, ne, Waldspaziergang Blumen hatte ich nicht. So, also. Da sind einmal die drinne. Die hier. Und die hier. So. Also die habe ich geholt. Die tue ich aber jetzt wieder rein, damit da nichts dran kommt. So, dann habe ich mir den Eukalyptus Soft. Den hatte ich auch noch nicht. Ich habe zwar einen Eukalyptus schon gehabt, aber nicht den Soft. Ich hatte nämlich damals gar nicht mitgekriegt, dass die noch einen rausgebracht haben. So, einmal den, also den finde ich auch richtig schön. Ne? Dann der hier. Und der hier. So, das ist der Eukalyptus. So, hier rutscht schon alles runter. Dann habe ich mir den hier geholt. Den, also da hat ja ewig gedauert, bis der wieder da war. Frühlingsfreude. Zeige ich euch auch noch mal kurz. Den hier. Das hier ist total hübsch. Und die hier. Auch das mit den Umschlägen, ne? Mit den Blümchen in den Umschlägen. Ja, total süß. Also wir haben schon richtig schöne Rappons, sehr kreativ Depot. So, einmal das. Dann habe ich mir noch auch noch bestellt, weil da habe ich nämlich, den habe ich ja schon, Zarter Frühling. Den packe ich jetzt nicht aus. Ach komm, der eine noch. Was mir nämlich hier passiert ist, ich habe den ja, wie ich den benutzen wollte, habe ich anstatt das die Ecke auszuschneiden, habe ich das ganze Blatt genommen, ne? Ja, nimmst du mal, legst du hin, fängst du mal an, ne? Bist du da am Machen, ja, und dann hast du die Hälfte hier mit. Ach. Ich sag euch, da habe ich mich geärgert.
Ach, da habe ich mich geärgert, echt. Naja. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, holst du die nochmal? So, jetzt habe ich sie nochmal komplett. Also nichts Touch aus. Also immer den Tipp, ausschneiden. Was ihr übertragen wollt, immer ausschneiden. Das ist mir zweimal passiert. Das ist mir auch einmal bei dem Eukalyptus passiert. Ich habe ja noch einen anderen Eukalyptus und bei denen. Und die fand ich so süß. Und da habe ich mir gedacht, komm, die hole ich jetzt nochmal nach, den anderen nicht. So, also das war das gewesen. So, dann machen wir. Dann habe ich noch was gekriegt. Und zwar habe ich einmal den hier noch gekriegt. Mein Juni-Stempel ist gekommen. Finde ich richtig klasse. Vor allen Dingen hier der Strandkopf, finde ich total süß. Hier das Getränk da drinne und hier die Möwe. Und wieder richtig super Sachen hier drin. Erinnerungen sammeln. Strand in Sicht. Also ich muss ja sagen, ich komme ja gerade aus dem Urlaub. Ich war im Norden gewesen. Leider nicht mal Kreativdepot. Ging leider nicht. Weil ich hatte keine Bastelleute bei mir, die wollten da nicht hin. Naja, auf jeden Fall, ja, da kann ich das super benutzen, weil ich wollte da nämlich auf jeden Fall so ein Urlaubsfotobuch machen. Und da ist der ideal für. Da freue ich mich richtig drüber. So, dann habe ich noch bei Minis Bastel Shop wieder was geholt. Ne? Minis Bastel Shop, da kam er. Da kommt ja immer die Karte dabei. CC Design hatte ja neues Release rausgebracht. Und das muss ich natürlich direkt haben, ne? Das ist doch so süß. Ich finde die so schnuffig hier. Guckt euch hier die Giraffe an. Ist sie nicht süß? Die ist das total süß. Auch hier der Elefant. Doch, ne, ist die sind nicht süß. Hey, das Zebra finde ich auch total putzig, ne? Ach, die sind ja alle putzig, das Nashorn und der Löwe ja auch. Ach, die finde ich ja so goldig. Da freue ich mich schon aufs Kolorieren. Und deswegen brauchte ich nämlich unbedingt Grautöne, weil der Elefant ist ja grau und das Nashorn. Und schwarz hier mit dem Zebra. African Animals, so heißt der. Ja, und deswegen musste ich die nämlich unbedingt haben. Ja. Also das habe ich mir geholt. Also die Manny muss ich ja sagen, da ist ein CC Design Release, also ein neues CC Design Release draußen. Schwupp, Manny hat die direkt. Also Wahnsinn. So, da habe ich mir noch eins geholt, ne? Das Süße hier. Mit den Zweien. Ah ne, mit den Vieren, ne? Ach, das ist doch süß, ne? Hier, deswegen brauchte ich Grau unbedingt. Weil die will ich nämlich wieder kolorieren. Ich zeige euch dann die Ergebnisse. Weil ich kam ja jetzt überhaupt nicht zum Masse, weil ich in Urlaub war. Oh, die sind ja voll goldig, ne? Ja, die zwei habe ich mir. Achso, die heißen Parents. Die sind ja total süß, ne? So, und dann habe ich noch bei einem neuen Shop was bestellt. Ich tue es mal kurz hier. Irgendwie stört mich das jetzt hier alles. Moment, das ist mir gerade hier ein bisschen zu viel auf dem Tisch. Ich tue das mal kurz auf Seite. So. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall habe ich noch einen neuen Shop nicht entdeckt. Also ich habe den mal bei der Very Important mal gesehen, weil die hat, also ich war immer am Überlegen bei der Dani Preußmer wegen Kids, ne? Und dann hat die Very Important mir also im Video erzählt, dass sie ein Abo bei DLS Design hat. Hier bei dem Shop hier. Ja, da habe ich schon da mal geguckt und ich fand das auch immer sehr interessant, war aber immer unschlüssig, ob ich das machen soll oder nicht. Und jetzt hatten die ein Angebot gehabt, dass sie bei Kauf von zwei Stempelset gibt es 50%, also quasi ein Stempelset umsonst, ne? Beim Kauf von zwei Stempelset. Und da habe ich mir gedacht, na, dann probierst du mal aus, ne?
Da habe ich mir noch ein Washi-Tape mitbestellt. Das hier hat mir total gut gefallen. Ich fand das Muster klasse. Ich kriege die jetzt nicht auf, weil die sind so feste zu hier. Oh ne, da. Oh ne. Nee. Also so sieht das aus. Finde ich ja total klasse. Oder kriege ich das hier auf? Moment, ich guck mal gerade, ob ich das aufkriege. Ich glaube, meine Lichter fangen an zu flackern an. Also das ist immer eine, ja, eine Aspa-Ur-Anschere. Die nehme ich immer, ohne, damit ich meine Papierschere nicht kaputt mache. Deswegen nehme ich die immer, für alles aufzuschneiden. So, ich hoffe, das kriege ich jetzt gut ab hier. Sieht ja schon cool aus, ne? Sieht man so weit besser? Nö. Also ist ja so eigentlich auch gut, ne? Bloß jetzt blendet das nicht mehr so. Also finde ich total klasse, dieses Muster. Das hat irgendwas. Das musste ich dann unbedingt haben. Also finde ich richtig spitze. So, also das habe ich mir bestellt. Dann habe ich mir noch eine Stanze bestellt. Tut mir leid, ich habe jetzt leider keinen Preis. Ich habe mir eine Stanze bestellt. Die war nicht teuer. Ich kann euch nicht sagen, wie viel, aber die war nicht teuer. Moments steht da drauf. Ja, fand ich schön als Stanze. Deswegen habe ich mir die dazu bestellt. Und dann kommen die Stempel. Ja, komm, jetzt hatte ich das schon da. Ich wollte das erst zum Schluss. Also, das finde ich ja mal mega, ne? Guckt euch mal das Stempel an. Aber ich muss sagen, ich sag euch direkt, diese Stempel, das sind Fotopolymer-Stempel. Das steht, habe ich extra nachgeguckt, sonst hätte ich die erst gar nicht gekauft. Aber die Stempelqualität, die werden ja, glaube ich, in den USA hergestellt, ne? Also die Stempelqualität, auch hier von Annes Stempeldesign oder Kreativdepot, ist besser als die hier. Aber das sind natürlich keine Silikonstempel, aber die Qualität, falls einer da was bestellen möchte, möchte ich wenigstens so ehrlich sein. Diese Stempelqualität ist nicht die gleiche wie die hier. Aber die sind auch nicht so schlecht wie Silikonstempel. Deswegen, ich probiere die mal aus, wie die vom Stempeln her sind, weil die haben richtig schöne Designs. Ne? Das sind sehr schöne Designs, sind das. Ja, das finde ich ja hier klasse. Ne? Das kann man auch als Hintergrundstempel nehmen. Finde ich total cool. Ja, also hier gibt es, glaube ich, diese Nummern. 64020. 16,50 € irritiert mich jetzt ein bisschen, weil die stehen im Internet alle für 15,99 € drin. Tja. Ne? Vielleicht sind die im Shop etwas teurer. Also ich muss echt sagen, dann bestelle ich lieber, ne? Weil ich wollte eigentlich mal in den Shop hinfahren, weil die haben einen riesen Shop. Aber dann bestelle ich lieber, ne? Ja. So, also das war der erste Stempel. Dann habe ich mir den hier bestellt. Der ist ja auch mal cool, ne? Da habe ich mir auch gedacht, als Hintergrundstempel, der ist ja auch klasse. Also die finde ich auch richtig spitzenmäßig. Ja, und jetzt muss ich mal vorstellen, ich habe jetzt einen umsonst gekriegt. Ist doch voll cool, ne? So, und dann habe ich jetzt noch den noch geholt. Den fand ich auch sehr schön. Hier, das hier fand ich auch sehr hübsch hier, ne? Das gefällt mir gut. Auch hier die Luftballons, hier nochmal. Auch das hier, Happy Moments. Sieht auch richtig toll aus. Also der gefällt mir auch sehr gut, der Stempel. Sonst hätte ich ja nicht bestellt, ne? Ist ja klar. Und dann habe ich den noch bestellt. Mal Happy Place, was ich ja hier süß finde. Hier sind so kleine Kirschen, Erdbeeren, Herzchen. Ich bin mal gespannt, wie die sind, wenn die abgedruckt ist. Ob die hier auch so schön klar sind. Also richtig klasse. Gefällt mir auch sehr gut. Und hier sind so, ja, so Dreiecke, ne? Alles kleine Dreiecke. Ja, also die vier Stempel habe ich mir geholt. Irgendwie
sind die anders? Ja, keine Ahnung. Ah ja, auf jeden Fall, wie gesagt, da gab es immer, bei zwei gibt es einen umsonst, ne? Also 50% Rabatt ist quasi immer einer umsonst. So, und dann wollte ich ja diese Kids, habe ich ja jetzt keinen abonniert. Die haben ja auch diese Kids, aber die hatten ein paar Kids abgepreist. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du mal einen mit, um einfach zu gucken, wie die so sind, wie die Papierqualität ist und so. Ja, ein Scrapbook-Kit habe ich mir jetzt nicht mitgenommen, aber da habe ich mir jetzt hier so ein Pocket-Kit mitgenommen. So ein, wo steht denn das? Hier. Ich habe mir das Pocket-Kit Optimistic mitgenommen. Das hat gekostet 27,50 Euro. Das war der Ursprungspreis und ich habe 12,50 Euro bezahlt. Da zeige ich euch jetzt, was ich drin habe. Ich wollte euch aber noch mal ganz kurz hier wegen den Stempel. Das ist die 64020. Falls die eine haben möchte oder bestellen möchte. 64025. 64083 und die 64032. So, jetzt mache ich das hier auf. Das ist so ein komplettes Set. Da ist einmal auch wieder so ein Washi-Tape drin. Ich mache den mal auf, damit das nicht so blendet. Hoffentlich kriegt das hier auf jetzt. Kriegt das jetzt auf hier? Da. Jetzt. So. Also die haben schon schöne Washi-Tapes, da muss ich ja mal sagen, da sind ein paar richtig klasse Teile bei. Hier, da ist so mit Blümchen. Ach, meine Kamera steht ja nicht scharf. Ne? Also den. Und da ist auch immer gut was drauf. Ne? Also das Washi-Tape. So, dann ist hier ein Set. Da sind einmal hier so, da ist alles Mögliche geschrieben. Ich zeige euch das jetzt nicht alles im Einzelnen. Das wird hier den Rahmen sprengen. Aber ich muss echt sagen, diese Qualität der Papiere, also das ist nicht so ein Labelzeug, das ist richtig fest. Also ich finde das schon gut. Also die Qualität des Papiers finde ich super. Ich meine, sowas könnte ich natürlich auch mit meinem Plotter machen, aber das ist eine irre Arbeit mit dem Plotter. Deswegen, das kaufen wir dann lieber. Ich meine, gut, das ist in dem Set sowieso drin. Aber das ist eine super Papierqualität und eine irre Arbeit mit dem Plotter, wenn man das selber macht. Da sind jede Menge Wörter drin. Alles Mögliche. Ist mir jetzt was daneben gefallen? Nee. Also hier steht als geschrieben, ne? So, dann ist hier dieses Set dabei. Da sind hier so auch kleine Vögelchen sind auch dabei. Vielleicht finde ich hier einen. Mal gucken. Ich glaube, hier ist einer. Ja, hier ist einer. Hier ist so ein kleiner Vogel dabei. Ne? Also hier ist auch die Qualität wieder richtig gut. Ne? Also ich muss echt sagen, die sind nicht so dünn. Die sind schon, ja, also bin ich sehr zufrieden mit. Finde ich gut. Also da sind auch richtig viele Teile drin. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile hier drin sind. Also da sind richtig viele drin. Ja. Dann noch Animal Dots. Die haben die gleiche Größe wie hier die hier. Ne? Die haben die gleiche Größe. Ich sehe gerade, die haben nur noch ein paar mehr drin. Ne? Also der hört hier auf. Und die haben noch zwei mehr drin. Ja, zwei kleine mehr drin. Und dabei haben die hier 2, 4, 6, 8 Reihen. Die haben 2, 4, 6 Reihen, ja. Der eine hat das, der andere das. So, also die Farben finde ich sehr schön. Gefallen mir auch gut. Dann waren hier so ein paar Puffy-Sticker. Die sind auch sehr hübsch. Finde ich auch sehr schön. Ja. Dann hier so ABC. Auch Puffy-Sticker. So kleine. Das ist alles vertreten mit Zahlen und Unzeichen. Ne? Ja. Und hier sind die Papiere.
Das ist halt so ein Pocket Kit, ne? Bestimmt so eine Art, wie heißt dieses Project irgendwas, ich komme jetzt nicht drauf. Ach, guck mal, schau mal hier die Papiere an, die sind ja echt klasse, ne? Und hier ist immer Vor- und Rückseite. Also ich finde die Papiere, also super. Also das Papier ist dünn, ne? Ich weiß nicht, 160 Gramm, irgendwie sowas. Auf keinen Fall 200, ne? Also ich finde es schon echt cool. Auch hier die Blümchen sehen sehr hübsch aus. Hier nochmal in Blau. Also da sind schon schöne Papiere dabei. Streifen. Ne? Achso, Rückseite. Das ist schon ganz cool. Und im Versand hat das auch super funktioniert. Das war auch schnell hier. Da habe ich auch nicht so lange drauf gewartet. War vielleicht 3 Tage. Ne? Also das sind jetzt hier A6 Größen. Das ist halt dieses Pocket. Ja. Also ich muss echt sagen, also ich bin schon zufrieden damit. Also ich hätte aber nicht keine 26 oder was hat er, die kostet 27,50 €. Also die hätte ich jetzt nicht ausgegeben. Ne? Aber 12 Euro. Och du meine Güte. Entschuldigt bitte. Aber 12 Euro 12,50 Euro geht auf jeden Fall. Ja. So, das war DLS Design. Das war der Shop. Habe ich auch mal ausprobiert. Ja. Habe ich sonst noch was? Nee, ich habe sonst nichts mehr. Ich meine, das reicht ja mal wieder, ne? So, dann über Pfingsten werde ich mich mal an diesen, an das, was ich immer vorhatte, hier von der Sabrina das mal ausprobieren. Ja, wenn ich was fertig habe, dann seht ihr das mit Sicherheit in dem nächsten Video. Ich zeige euch das dann wieder. Und ja, dann wünsche ich euch schöne Pfingsttage. Ach, hier ist was runtergefallen. Dies und das. Ne? Dies und das. This and that. Ja, für schöne Pfingsttage. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.